Hallo Leute, hier ist euer Sie und herzlich willkommen zu einem neuen Editing Tutorial auf meinem Kanal. Ja und heute soll es ähm, ganz sich ums Thema Gun drehen und ähm, das Beispiel zu dem heutigen Effekt seht ihr natürlich wie immer bei meinen Editing Tutorials genau jetzt. Call me Indiana Olds, said I never look back I just set my own path, I don't need a game plan I can get my own map till good Ja, das war das äh, Beispiel rausgenommen aus meinem äh, Overflow 2.0 Edit, den ich für Pew and Pew und Drazen gemacht habe. Ähm, und ihr seht eben, dass ich heute euch nicht zeigen will generell, wie man zum Beispiel Sniperschüsse, und das ja Einzel, Einzel ich kann schon nicht mehr reden, Einzelschüsse auf den Beat züngt. Dazu wird noch ein Beginner Tutorial, sage ich jetzt mal, folgen. Heute geht es mehr darum automatische Waffen oder semi-automatische Waffen auf die Melodie eines Stückes äh, anzupassen. Und dazu habe ich hier ein sehr witziges ähm, Lied reingebaut von The Mexican, ähm, von Yolanda B. Cool und D-Cup, von denen ja auch hier dieses ähm, Dings da, äh, We No Speak Americano kommt. Und ja, da hören wir doch kurz mal rein. Ah. So und ähm, ja jetzt wollen wir eben die automatische Waffe, nämlich die MP5K in diesem Fall, auf diese Melodie ähm, ja anpassen und den ersten Schritt, bevor wir überhaupt irgendeinen Clip importieren, den ich immer mache, ist mir Übersicht zu schaffen, indem ich Marker setze. Und zwar gehen wir jetzt hier rein, suchen uns Mal hier kurz rüber. Wir suchen uns den allerersten Beat und den kann man ja hier eindeutig ausmachen, ähm, wo die Melodie beginnt und setzen durch das Drücken auf die Sternchen-Taste auf eurem Numpad eine kleine Markierung in unserer Komposition. Theoretisch können wir natürlich auch den die Ebene auswählen und direkt auf der Ebene eine Markierung machen, aber ich mache es lieber auf der Komposition, um mehr Übersicht zu halten. Ähm, und jetzt müssen wir natürlich durch Probe hören und so weiter ausmachen, wo, äh, ja, die einzelnen Töne der Melodie weitergehen. Das muss man eben bestimmte Teile des Songs mal fünf Sekundenteile genau anhören und genau an der Wellenform eben gucken, wo diese Töne sind. Ich habe mir natürlich extra einen Song gewählt, bei dem es sehr einfach auszumachen ist, nämlich immer da, wo hier es etwas lauter geht oder hier eine längere Wellenlänge kommt. Das ist nämlich immer ein Zeichen für eine Bassdrum, denn wie ihr wisst, eine lange Wellenlänge bedeutet ein tiefer Ton. Da können wir dann die nächste Marke setzen und so weiter. Und jetzt äh, arbeitet ihr einfach den kompletten Teil, auf den ihr sinken wollt, durch und ich melde mich dann zurück, wenn ich überall die Marken gesetzt habe. So, wie ihr seht, habe ich vollständig meine Marken gesetzt und ähm, bin jetzt bereit, mit den weiteren Schritten fortzufahren. Ich habe also jetzt äh, hier 27 Marker insgesamt, glaube ich, gesetzt, ähm, mhm. auf die ja einzelne Schüsse der automatischen Magazinleerung, sage ich jetzt mal, gesüngt werden wollen. Und ähm, jetzt importieren wir immer noch nicht den Clip, nein, sondern die Vorarbeit, die wir leisten müssen, ist erstmal ja die. Ähm, den Gun Sound, den wir nicht aus dem Gameplay nehmen, sondern aus der Reserve, aus meiner Audiobibliothek quasi, den schon bevor wir den Clip editieren, erstmal auf das Lied anzupassen. Dazu hole ich mir jetzt den MP5K Single-Shot-Sound äh, hier rein. Ich werde euch in der Beschreibung einen Link lassen, wo ihr das Soundpack, was ich benutze, mit allen Modern Warfare 3 Sounds. Äh, ja downloaden könnt. Das Tolle an diesem Soundpack ist, ähm, dass bei den automatischen Waffen wie bei der MP5 oder jeder eigentlich von jedem Sturmgewehr oder äh, halt anderen Waffen und automatische, automatischen Waffen eben nicht nur eine Audiodatei ist, wo quasi in einer Audiodatei der Automatikmodus äh, komplett ein Magazin gefeuert wird, sondern wo auch die einzelnen Schüsse einzeln drin sind, wie man es hier schon sieht. Also ein einzelner MP5K-Schuss. Und das ist sehr hilfreich, insbesondere für das, was wir hier heute machen wollen. Denn wir wollen immerhin auf jeden Ton der Melodie einen äh, ja, Gun-Sound drauf So, hier können wir jetzt das da ein Frame vorher abschneiden, dann noch ein bisschen lauter machen. Wir müssen nur aufpassen, dass das Ganze nicht klippt. Aber ein bisschen lauter als wie es jetzt ist, geht es auf jeden Fall. Ich sage mal plus 9, das geht noch äh, von der Lautstärke her. Und jetzt müssen wir im Grunde, da wir uns schon die Marker vorher gesetzt haben, ich werde es wahrscheinlich so machen, dass ich jetzt hier mal, ich weiß nicht, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 oder gehe einfach mal zu dieser Marke, einfach nur aus Willkür, dann fade ich das Ganze aus. Dann das Ganze nicht so groß erscheint. Also audio dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Frames vorwärts. Und das Ganze auf minus 48, weil das nämlich das Maximum ist. Daraus dann F9 Keyframes. Und dann haben wir eben diese einzelnen Ganschuss, den wir jetzt duplizieren können. Und es ist eigentlich relativ simpel, da wir uns schön schon die Marker ähm, reingemacht haben, müssen wir im Grunde nur noch an die Marker gehen, das Ganze duplizieren. Und einfach nur dorthin schieben. so und ich melde mich zurück wenn ich mit dieser arbeit dann wiederum fertig bin. so ich bin jetzt fertig meine audioclips an die audiodatei anzupassen oder an das lied anzupassen. und ähm, ich würde sagen jetzt hören wir das ganze erstmal äh, ja test ähm, ob wirklich alles so stimmig ist. da können wir dann einfach hier den bereich kleiner machen und ähm, hören mal gerade ein preview. <laughs> So soll es sein, so soll es sich anhören. An der einen oder anderen Stelle könnte man vielleicht ein, zwei Frames das Ganze noch anpassen, ähm, aber das ist dann im Grunde ja nur Kleinlich äh, Kleinigkeiten, die man vielleicht noch perfekter machen könnte, aber weil es hier ja ein Tutorial ist, werde ich da nicht zu sehr drauf eingehen. Ähm so, jetzt haben wir das ganze Test gehört. Das heißt, wir wissen, dass vom Sound her auf jeden Fall alles stimmt. Und ähm, jetzt habe ich eben noch einen Tipp für euch. Jetzt ist es natürlich blöd, hier die ganzen Layers drin zu haben. Da hat man überhaupt keine Übersicht mehr. Und da habe ich eben einen Tipp für euch, wie ihr das Ganze ausblenden könnt. Und zwar könnt ihr hier einfach auf Schalter, Modi aktivieren und deaktivieren, bis ihr eben das Ganze hier seht. Und hier habt ihr dieses kleine Gesicht, sage ich jetzt mal. Und wenn man da drauf geht, äh, sagt einem das Ganze blendet Ebenen in der Zeitleiste aus. Und was ihr damit eben machen könnt, wenn ihr diesen Button eben runtermacht, dann seht ihr, wie das Gesicht hin, quasi hinter der Tischkante verschwindet. Das könnt ihr jetzt komplett einfach runterziehen, dass ihr alle Audiodateien weg habt. Und dann klingt ihr oben auf den Button. Ähm, und das bewirkt eben, dass alle, äh, ja, alle Dateien oder alle Ebenen, die eben in diesem Modus sind, automatisch ausgeblendet werden. Die sind immer noch da, man kann sie immer noch hören, aber sie sind eben nicht mehr visuell da. Und wenn ihr dann irgendwas ändern wollt oder sie sonst irgendwie aus irgendeinem Grund sehen wollt, einfach wieder auf diesen Button klicken und zack sind die Layer wieder da. Und äh, das ist auch der Vorteil eben an dieser, sage ich jetzt mal, an diesen äh, Markierungen. Die bleiben nämlich, wenn man hier auf Verschwinden drückt. Würde man sich diese Markierungen nicht machen und einfach nur mühsam das hier äh, dann diese ganze Audiodateien anpassen, müsste man die, könnte man diese nicht ausblenden, weil man dann natürlich das, äh, den Clip an diese Audiodateien anpassen müsste. Dadurch, ab, dass wir aber jetzt hier schöne Markierungen haben, können wir trost, äh, hier die ähm, Ebenen ausblenden haben aber immer noch die Markierungen, um darauf unseren Clip anzupassen. Gut, und jetzt kommt endlich der große Moment, wo wir unseren Clip importieren. Ich habe hier einen vorbereitet, und zwar ist das im Grunde nur, ähm, ich bin in ein private, privates Spiel gegangen auf Seatown, habe mir eben eine Klasse mit der MP5K gemacht und habe den HUD deaktiviert und dann mit Playclaw mit 60 Frames pro Sekunde aufgenommen. So. Und jetzt können wir eben diesen Clip erstmal schön in unsere Komposition importieren. Jetzt muss ich das gerade hier noch anpassen, dass ich das Ganze ähm, hier auf 75%, äh, nicht 75, 90% so mache, dass es das eben auch 1280 x 720 ist und schön angepasst ist. So, was wir jetzt machen, ist den allerersten Schuss, den wir von der MP5K absetzen an dieser Stelle. Den unsere allererste Markierung bringen. Und Da können wir eben schön hier durchscrollen und dann irgendwann hier den ersten Schuss. Den ersten Schuss haben wir im Grunde schon mal, ohne dass wir irgendwas getan haben, ähm, ja angepasst. Und ähm, jetzt im Grunde nur noch die Kunst in Anführungsstrichen ähm, dabei jeden anderen Schuss eben an diese Markierung anzupassen. Das heißt, wir sehen zum Beispiel, wenn wir jetzt hier vorspulen, dass der nächste Schuss schon hier kommt. Den müssen wir aber so weit verschieben oder die Zeitspanne dazwischen so weit verlängern, dass der Schuss eben erst auf dieser Markierung kommt. Und das ist eben der ganze Trick bei dem Ganzen. Ähm, ist wirklich, ja, sage ich jetzt mal, äh, da wir so gut vorbereitet sind mit den Markierungen, mit dem Sound und so weiter, auch eigentlich nicht schlecht. Wir deaktivieren mal den Sound auf diesem Layer. Und im Grunde alles, was wir machen müssen, ist... Rechte Maustaste, Zeit, Zeitverzerrung aktivieren. Und was uns das erlaubt ist, äh, Keyframes für bestimmte Frames in unserem äh, Ganzen zu setzen. Das heißt, ich setze jetzt mal ein Keyframe hier an dieser Stelle. Dann setze ich ein Keyframe beim nächsten Schuss genau hier. Und was wir jetzt machen können, ist rübergehen und den Keyframe... So rüber schieben, dass erst hier dieser Keyframe aktiv ist. Damit haben wir das Ganze eben angepasst. Und diesen Schritt wiederholen wir im Grunde jetzt einfach jedes Mal. Allerdings war das im Grunde, was ich hier gerade gemacht habe, ungeschickt. Stattdessen, was wir machen sollten, denn ihr könnt euch vorstellen, wir haben einen Keyframe an, am Anfang, der sieht man jetzt nicht, aber einen Keyframe auch noch am Ende, der generiert worden ist. Wenn wir jetzt die Keyframes setzen. Genau hier und dann nach rechts verschieben, so. dann natürlich der Bereich zwischen diesem Keyframe und dem Keyframe ganz am Ende gestaucht und damit dieser, diese Zeitspanne dazwischen beschleunigt. Das wollen wir aber natürlich nicht. Was wir nämlich äh, nur wollen, ist im Grunde die Zeitspanne zwischen zwei Keyframes. Äh, ja, zu stauchen oder zu erweitern. Und deshalb ist es geschickter, wenn wir wissen, wir haben 27 Markierungen, erstmal bevor wir irgendwelche Keyframes verschieben, erstmal 27 Mal insgesamt uns diese Keyframes zu setzen. Einfach hier auf diesen Button drücken. Ein paar Keyframes nach vorne und wieder auf den Button drücken. Und das wiederholen wir insgesamt 27 Mal, dass wir im Grunde sicher sein können, dass wir für jede Markierung und jeden MP5K-Schuss-Audio-Clip äh, äh, eben einen Schuss eben haben. Und ich melde dann zurück, wenn ich alle diese Keyframes... Äh, ja, aktiviert habe. So, jetzt habe ich nochmal nachgezählt. Es sind genau 26 Markierungen. Und ich habe jetzt hier unten 26 Keyframes für 26 Schüsse. Und ähm, den letzten Schritt, den ich noch machen will, ist... Hier ist im Grunde ja unser letzter Schuss, den wir sinken werden. Genau hier. Ich gehe ein Frame weiter und äh, mit STRG-SHIFT-D... Ähm, ja, splitte ich diese Ebene, denn was mir das eben erlaubt ist, selbst wenn ich hier das alles zwischen diesen Keyframes stauche und erweitere und strecke und was auch immer, ähm, wenn ich dann diesen Keyframe oder diesen, diese Ebene quasi am Ende dranhänge, ist die wieder Normalzeit. Vielleicht wird es gleich ein bisschen klarer, wenn ich das dann äh, euch gezeigt habe eben. Das können wir aber auf jeden Fall hier nach hinten verschieben. Und jetzt müssen wir im Grunde das, was ich eben schon angesprochen habe, äh, erst jetzt machen. Wir machen es einfach so, dass wir alle Keyframes markieren, indem wir hier draufklicken. Und dann einfach, ups, nein, das war nicht geplant, so, mit Shift, mit gedrückter Shift-Taste, den, den wir eben gerade bearbeitet haben, auswählen oder deselektieren quasi. Und dann alle Keyframes hier rüber schicken. Dann den deselektieren, hierhin. Schieben. selektieren und alle rüberschieben. Und somit haben wir jetzt immer nur einen Schuss auf einer Markierung. Zack, da ist der nächste, zack, da ist der nächste, zack, da ist der nächste. Immer genau auf der Markierung und damit genau auf dem Beat. Und diesen Schritt eben so lange wiederholen, bis wir alle 26 äh, ja, Frames versorgt haben. Eine kleine Zwischenbemerkung noch, wenn ihr natürlich an diese Stelle kommt, wo hier diese Ebene vorbei ist, einfach was ihr machen müsst, ist das Ganze erweitern. Einfach nur erweitern. Ups, jetzt habe ich leider damit meine Auswahl für die Keyframes verloren. So. So. Und jetzt könnt ihr im Grunde einfach hier diese Ebene erweitern. Und dann sollte das Ganze wieder klappen. Und ihr könnt euren... Bisherigen Arbeitsschritt äh, weiterführen. So, jetzt habe ich alle Keyframes versorgt. Das heißt, jeder einzelne Keyframe ist auf einer Markierung. Und ganz am Ende habe ich natürlich dann wieder den Clip, den wir eben abgesplittet haben, wieder draufgelegt, damit danach es äh, in unverfälschter, hundertprozentiger Geschwindigkeit wieder weitergeht. Und jetzt würde ich sagen, ist doch mal der Zeitpunkt gekommen, in dem wir uns einfach mal das ganze Preview ansehen. Dazu müssen wir gerade ein Run-Preview machen. sehr, sehr schön und das nenne ich einfach einen perfekten Gun-Sync. Jetzt gibt es gibt natürlich noch eine ganz kleine, klitzekleine Kleinigkeit und zwar bei besonders langen Stellen, wo im Grunde, ich sage jetzt mal, in Call of Duty kommt etwa alle fünf Frames ein neuer, ähm, ein neuer Schuss. Und wenn man diese fünf Frames natürlich auf eine sehr, sehr lange Breite, eben nicht nur, ich sag jetzt mal, 15 Frames äh, streckt oder so, ähm, 15 Frames wäre so das Maximum, sondern dann wirklich hier so eine lange Zeitspanne, wie hier wirklich, ich sag jetzt mal, äh, wie viele Frames sind, man kann es ein bisschen ablesen, von 25 bis 53, also fast 30 Frames, dies sind, ähm, dann sieht man, dass das Ganze ein bisschen... N Unflüssig wird. Denn wenn wir mal hier durch die Frames durchgehen, sieht man, dass für fünf Frames oder für vier Frames äh, der gleiche Frame kommt und erst beim fünften Frame sich der Frame ändert und dann wieder für vier Frames bleibt, weil er eben versucht, diese fünf Frames, die es bis zum Schuss dauert, dann äh, ja, zu übertragen auf ähm, diese fast 30 Frames. Und ähm, das ist natürlich das, was das Ganze ein bisschen, äh, ja, stockend und nicht flüssig aussehen lässt. Und ähm, der einfache Trick, den man dazu hat, ist eben Frame Blending. Und das sehen wir eben genau an dieser Stelle hier, wo man das Ganze hier Frame Überblendung interpoliert in Frame Inhalt durch gleichmäßiges Überblenden. Und hier gibt es eben zwei Modi. Einmal den Überblenden durch einfaches äh, ja, Deckkraft legen. Es gibt aber auch das Überblenden, was ihr vielleicht von twixter da kennt, ähm, dass das Ganze im Grunde ja ineinander so rein morpht was wir jetzt sehen ist dass das ganze wesentlich flüssiger ist sobald wir das hier oben aktivieren denn was wir jetzt sehen ist jeder Keyframe verändert sich weil After Effects versucht jeden Frame quasi aus dem Frame davor und danach Rückschlüsse zu ziehen wie das Ganze auszusehen hat ich muss so ein bisschen abwägen, was jetzt besser aussieht. Man sieht, das kann zu sehr komischen Morphing hier äh, führen. Vielleicht ist auch das normale Frame-Überblenden auch die bessere Wahl in dem Fall. Und das sehen wir eindeutig, dass es die bessere Wahl ist. Das ist im Grunde einfach nur ein Frame ineinander übergeblendet. Aber man sieht, dass es die, in diesem Fall die wesentlich bessere Wahl ist als dieses Frame-Morphing, was wir eben haben. Außerdem. Rendert es auch wesentlich schneller. Und jetzt machen wir doch nochmal ein RAM-Preview mit eben dieser ja, Frame-Überblendung und dann werden wir sehen, dass das Ganze wesentlich flüssiger ist. Wunderbar. Und damit haben wir das Tutorial zu dem Gun -Sync abgeschlossen. Ich hoffe, dass ich euch auf jeden Fall damit helfen kann. Und ähm, ich sage euch jetzt noch mal an dieser Stelle: Ihr könnt in der Beschreibung natürlich das Gun Paket downloaden. Und jetzt am Ende dieses Videos, nachdem ich dieses Tutorial beendet habe, seht ihr auch noch mal ein kleines Preview von diesem Clip, den ich hier heute gerendert habe. Ähm, plus noch ein paar Effekte, eine Color Correction dazu. Und ähm, dann seht ihr eben ein Preview, wie das Ganze aussehen kann. Ähm, am Ende dieses Videos. Und ansonsten verabschiede ich mich von euch. Bis dann. Euer Anti.